Aufstellung hier korrekt geht. Und jetzt Konzentration. Und da ist es. Die 74. Erster bei dir in der Nordkurve ankommen. Also Matthias, bitteschön. Ja, das ist schon ein imposantes Bild. Das können wir auf der großen Videoleinwand bestens verfolgen, wenn diese Meute loszieht. Und tatsächlich, die 74 ist in führender Position. Die 74 Markus Rux. Diesmal will er sich gleich von vorn absetzen, beste Sicht haben, so scheint es mir. An zweiter Position haben wir die 87 Ishvan Regi. Das wären auch die beiden Protagonisten, die sich da im ersten Punktlauf so einen tollen Fight geliefert haben. Ja, diesmal hat er sich also offenbar nicht überraschen lassen, nicht überrumpeln lassen von den Ungarn. Diesmal hat er gleich die Initiative. Maschinen. Sie haben ja wirklich ganz schön Power und wiegen auch einiges, aber er bringt das Ding hier sicher durch die Nordkurve, ebenso ohne Probleme Ishvan Regi. Die beiden haben sich schon ordentlich abgesetzt, an dritter Position bei uns durch die 50 Marlon Dreier. In der zweiten Runde unverändertes Bild. Markus Rux etwa 30 Meter von Deutschland. Und da bin ich alles falsch, kommt da am Startwerk etwas auf. So schön, Matthias, er saugt sich an. Also schauen wir mal, was das Saugen bringt. Jetzt sehe ich im Moment vorne, jetzt in der Kurve. Jawohl, er ist dran. Der Ungar ist dran. 3-4 Meter greift schon mal an. Den oh, da hat er sich ein bisschen versteuert. Da wollte er innen vorbei. Nachgeben, dann ist der Ungar sofort zur Stelle, das glaube ich. Was hast du gesagt, Matthias? Der hat Feuer im Blut, ich glaube, der hat Paprika im Blut, aber das reicht nicht, der Markus. Und der kämpft auf und er fährt diesen Lauf letztendlich nach Hause, aber Hut ab, auch vor dem eine etwas überhastete, unvorbereitete Attacke auf die führende Position kostet ihm hier noch eine bessere Platzierung. Zweiter Platz erneut Ishvan Regi, dritter Markus Rux auf Platz 3 und verändert Marlon Dreier. Die vierte Position Michael Röder auf 5. Der Niederländer Jaume Hülsmann. Ja, da kann man glaube ich am Ende sagen,
geblieben, aber hey, viele Punkte und für den dritten Punktlauf alles offen. Ja, kommen wir dann zum Ergebnisdienst hier im Lauf der Quads und das natürlich toller Erfolg für die 74, Platz 1 Markus Rux und dann notieren wir 15 Punkte.